Also meine Liebe, die Reihe serieller Überleber über unsere Organe, was kann ich machen, wie kann ich meine Leber jetzt entgiften und unterstützen? Gut, bevor wir Leber entgiften können, müssen wir Zugang zu der Leber befreien. Und das ist unser Verdauungssystem, komplexes Verdauungssystem und wichtiges Darm. Darmreinigung, bevor wir Darmreinigung nicht gemacht haben, schwer, die ganzen Bilirubine, die ganzen Giftstoffe, Toxine aus dem Leber abzutransportieren. Weil, wenn die Darmreinigung nicht gemacht, sie würden die reingesaugt in das Blut und kreisen sich wieder im Körper und kommen irgendwo rein und vorrufen dann wieder die Entzündung und Ablagerung und natürlich Belastung für die Leber. Also Darmreinigung. Darmreinigung findest du Video von mir, kannst du gerne machen. Jetzt geht es um Leberreinigung. Leberreinigung kann man mit unterschiedlichen Mitteln machen. Man kann zum Beispiel Leber reinigen mit Kräuter. Es sind Bitterstoffe, das ist Kräuter, Wildwuchskräuter, welche haben sehr hohen Anteil an Bitterstoffen. Das sind zum Beispiel Löwenzahn, das sind Brennnessel. Das sind Schafgarbe. Das sind einfach Wermut, genial, liebe Wermut. Das ist die Kraut, welche so viele Eigenschaften in sich trägt. Und das alles super toll für die Leber. Du kennst mein Kräutermischungstee, da ist alles das drinnen. Du kannst natürlich im Saison, wenn das alles grün wie jetzt, einfach frisch alles nehmen, in die Salate schneiden, im Smoothie reinmachen und dann Prophylaxe und ganze Zeit, solange es Sommer, Frühling und Herbst ist, einfach das nützen, weil Löwenzahn zum Beispiel kannst du auch im Winter finden. Also das sind universelle Pflanzen von unserer Region, welche uns unterstützen. Ansonsten kannst du natürlich im Format vom Kräutermischen von Jana Iger bekommen. Das ist auch Alternative dazu. Also noch kann man sehr schnell Leber reinigen, einfach einmal reinigen und dann unterstützen und aufbauen. Leber kann man mit den Kräutern, aber schnell reinigen kannst du mit Mariendistelöl machen, mit Olivenöl, dass du nach dem Darmreinigung einfach Ölcocktail nimmst und die ganzen Bilirubine schnell aus dem Leber rausbringst. Die Leber wird dann frei, leer und kann sich besser regenerieren, besser aufbauen und Lebergewebe wird dann relativ schnell aufnehmen. Ich weiß, das gibt es Theorie, dass Körper braucht überhaupt kein Öl und verwendet schlecht. Glaubt ihr mir, wenn es pflanzliche Öle ist und nicht raffiniert und nicht in Metallpresse gepresst, so wie Zedernussöl vom uns, braucht der Körper. Und deswegen, wenn manche Menschen nehmen Zedernussöl gewisse Zeitraum und sagen, wow, ich fühle mich besser. Wieso? Weil Leber wird gesünder, weil Leber funktioniert viel besser und Gehirn auch natürlich. Und das ist einfach Kettenreaktion, ja. Also ich finde pflanzliche Öle, richtig produzierte pflanzliche Öle, und da muss man sich auskennen. Und da interessiere ich mich schon seit sehr langer Zeit, kenne mich auch aus, ich kenne mit Produktion von Öle, ich weiß, wie meistens Öle wird hergestellt und deswegen sage ich das, was das Beste ist, ist trotzdem diese Wildwuchs gewachsene Zedernussöl von Firma Wladimir Migré. Nächste Phase, zum Beispiel, du entgiftest deine Leber schnell mit Öl, dann unterstützt mit Kräuter und dann parallel fragst du, okay, was kann meine Leber noch gut tun? Das sind die natürlich genügend Produktion vom Galliensaft. Wie mache ich das? Kennst du mein zweites Buch über die praktische Teil? Und da gibt es fünfdimensionale Bauchmassage. Und hier ist genau dieser Hinweis dafür. Wenn du das richtig begreifst und kannst einfach kennenlernst und anwendest bei dir, es geschieht wirklich Wunder. Schon alleine durch diese Massage, dein Leber wird besser arbeiten, dein Galliensaft wird besser arbeiten. Und Galliensaft braucht Wasser und Öle, also viel trinken noch dabei. Wirst du eine Wunder erleben. Ich empfehle wirklich jetzt, ich mache kein Werbung, ich möchte dir sagen,
liest, da sind sehr viele Fotos, da sind sehr viele Griffe, wie du das anwenden kannst. Und dann kannst du beim Kind machen, beim Freund machen, beim allem. Wenn du Probleme hast, zum Beispiel mit den Augen, mit Kopfschmerzen, einfach Leber massieren, die Kopfschmerzen geht weg. Weil die meistens Ursache für die Migräne, das ist Leber, Sehkraftprobleme, Leber. Und durch die ganzen Massage wird das ganz andere Welt für dich entdecken. Also da kannst du dich unterstützen und das ist eine richtige gute Methode, alte Methode. Das Einzige, was du investieren musst, dein Sein und reinzulesen und ausprobieren, mehr nicht. Dann noch die Faktor Entzündung im Körper. Wie bringt ein Mensch Entzündung aus dem Körper? Okay, es gibt unterschiedliche Entzündungsursache. Erste Entzündungsursache ist das Stress, wie es banal kriegt, aber durch den Stress geht das Sauren-Basen-Gleichgewicht sofort ins Ungleichgewicht und da Entspannung, Meditation sind sehr wichtig. Und noch dazu die Anti-Stress Mikro-Makro-Elemente, das sind zum Beispiel Silizium, das ist Jod, das sind die beide sind wichtig, sehr wichtig. Ja, die beide würde ich auf erste Stelle empfehlen, die zu nehmen. Alle beide sind in Zedernüsse und Zedernöl drinnen, aber wenig. Ja, man kann sich mehr unterstützen. Okay. Und Entzündung bringen wir durch unikale Technik, Atemtechnik. Schau mal in meinen Telegram-Kanal. Da habe ich vor kurzem gepostet Atemtechnik, Viereck Atemtechnik. Und in meinem ersten Buch steht sehr gute Technik, Dreiecktechnik. Das ist wirklich sehr, sehr intensiv. Und kurz zu erklären, wahrscheinlich durch Atem gleichst du Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid in deinem Körper. Und das wird einfach ausbalanciert und richtig gefordert. Okay, mein Liebster, das sind die Tipps. Einzige, was dir noch fehlt, handeln, tu es. Alles Gute, ciao.